So, jetzt haben wir die Zyklonstiefel gekriegt und jetzt versucht der gute Shepard über diesen Abhang zu springen. Was nicht unbedingt leicht sein muss für mich. Nein, aber wir geben mal eine Anweisung, zweimal den linken Analogstick nach vorne drücken. Nee, schnell hintereinander. Wenn der dann so ein bisschen stampfig geht, genau, dann musst du jetzt springen. Yay! Ja, na siehst du, das ging noch einmal frei. Ja, beim ersten Versuch quasi. Ja, hoffentlich kommt die Stelle, so eine Stelle nicht öfter. So, jetzt krüppelt er sich hoch. Wer bist du denn? Ich bin der Vogel mit der blauen Linie am Schnabel. Ja. Zu viel Viagra gepickt oder was? Also der Schnabel steht ihm. Ja. Ja, der Stapel steht. Come with me. Dö-dö-dün. So, und weiter geht's per Flug mit der Boeing 737. Der wäre Black lieber. Ja. Auf zu neuen Landen. Ja, das wäre dann auch geschafft mit dem Level. Wir haben auch keine Kristalle ausgelassen. Die gab es ja, glaube ich, nicht so wie das aussieht. Das ist schon mal gut. Talentfenster brauchen wir erstmal, Dings brauchen wir erstmal nicht. Ja, kannst du erstmal so lassen. Ich meine, wir können dann auch nach dem nächsten Level, dann haben wir ein paar mehr Punkte, dann können wir auch immer noch die Talente verbessern. Dann geht's erstmal, ja, jetzt bist du auf Talente gegangen. Aber das wollte ich nicht. Dann musst du auf B. Und dann auf rechts rüber, Ach ja, Mission so war das. fortsetzen. Ja, siehst du, jedes Mal das Ja. Gleiche. Alles nicht so einfach. Ja, siehst du, weiter geht's. Ja, siehst du, dann haben wir noch zwei Level in The dem nächsten deed is Kapitel. done. Cornell is no more. So, jetzt kommt er Such wieder. a pity that the Brotherhood of Light, the order to which we both belong, Das schafft der Gute. Warum sagt der junge Mann, Cornell ist Vergangenheit, wie schade? Gabriel, you Ich dachte, er wäre auf unserer Seite. Er war ja mal ein Held. Ach so. Er ist auch im Dunkel verfallen. Ja. Also haben wir umsonst Legacy of Darkness durchgespielt auf dem Nintendo 64, weil jetzt ist er eh tot. Hätten wir uns auch sparen können. Ja. Aber das wusste man damals noch nicht. Nee, das wusste man nicht. Now, with the help of the old god, he heads toward the land of the vampires and further into the heart of darkness. Oh, ich hasse den Endboss. Das war Vampire, ne? Weiß, nee, das kommt erst später. Ich Oder weiß war es das dieser Flugficker? Ja, ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind es ja nur zwei Level. What is this place? The crow's pass. Doch da, the im land of the vampires lies beyond those hills. Und danach kommen die A powerful Vampire. Witch protects this domain. I can go no further. Who ja, genau, die mächtige Hexe. Why do you help? You may think I am helping Bibi you, Blocksberg. But you would be wrong. I serve no one. You would do well to remember that. Ich diene niemanden. Außer meinem Schnabel. Ja, klar. So. Dann muss ich noch mal kurz bei den letzten Zügen hier nehmen. Ja, hoffentlich nicht die letzten Atemzüge. Ja, die könnten auch kommen. Jetzt geht das wieder mit dem Gesuche nach Leichen los übrigens. Ja. Wir sind nämlich bekennende Leichensucher. Ja. Mikrophil ohne Ende. Also jedenfalls hier in dem Spiel. Da kannst ja da, der Wasserfall sieht eventuell verdächtig aus. Wenn es noch da weitergeht. Noch rechts. Na gut, da kommst du nicht rein. Der Wasserfall ist gesperrt wegen Baustellarbeiten. Ja. Da führt kein Weg dran oder hinein. So, rechts weiter nach unten ging es glaube ich auch nicht. Oh, noch eine Szene. Ja, jetzt zeige ich auch an, wo wir hin müssen. Ach genau, ja, ich kann mich dunkel dran erinnern, ja. Und dort wartet Sauron. Ja. In seinem vollgeschissenen Zimmer, was die Krähen quasi sich aus dem Arsch haben fallen lassen. Ja, das ist eine gute Idee. Na, du bist noch nicht voll. Wenn dann Ach, machen wir oh, hier 100%. Ich habe eben gerade gesehen, dass der nur eines auflädt. Dass der beides auflädt, meine ich. Man weiß ja nie, ne? Ja, ich bin immer für Energie anstatt für Power. Ja, das sowieso. Lebensenergie ist bei uns zumindest sehr viel ja, wertvoller. Hoffla, was haben wir denn hier? Eine Schriftrolle. Ja, wer hätte es gedacht? Scheiß geizigen Penner. Nee. Nee, muss man mal mit weg. Ach so. Geizlappen.
Und Ritter Schriftrolle, hier lauern böse Mächte, heimtückische Mächte, welche den Menschen den Mut rauben. Wie es scheint, verbirgt sich ein Oger in dieser Burg. Es ist kaum zu glauben, dass Kindermärchen sich als wahr herausstellen können. Ich weiß noch, wie mein Vater mir Geschichten über diese Kreaturen vorgelesen hat, als ich noch ein Junge war. Wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, sind sie beim Angriff langsam und schwerfällig. Ich brauche also etwas, das es mir erlaubt, schnell zu rennen und mich flink zu bewegen, wenn ich gegen diese Riesenbestie überhaupt eine Chance haben will. Ja. Ja. Man kann sich natürlich auch Link bewegen. Ja. Ja, Link ist vielleicht manchmal auch besser. Ja. Zumindest wenn er ein Zauberschwert hat, aber das hat ja eher He-Man. Aktiviere Schattenmagie und halte dann LT gedrückt. Ist sie aufgeladen, dann drücke den linken Stick. Kannst du quasi durchhauen, wenn du davor stehst. Ja, vielleicht sehen wir quasi nochmal aufladen danach. Also, Schattenmagie war mit R. Nee, Schattenmagie, so. So. Ja, und dann den gedrückt halten. Ja, oder so einrennen, genau. Hat zuerst mal wieder ausschalten. Quasi geklappt. Ist auch nicht leer, weil wir hatten ja noch diesen Überpegel. Ja, würde ich sagen, erstmal rechts, weil... Ah, und da liegt noch einer. Eine Leiche. Mit einer Schriftrolle. Nein. Ah! Oh! Mehr Energie. Ja, mehr Leben. Hervorragend. Unsere Chancen sind gerade um 5% gestiegen. Ja. So, und jetzt kann ich hier noch... Nee, durchhauen war wahrscheinlich weiter, ne? Ja, ich denke mal, da vielleicht... Ja, da sieht es aus wie nicht. Okay, durchgeholt. Ja. Natürlich, in deinen Krennen noch nicht mal gebraucht, das ging in deinen Post. Na gut, ich glaube, die haben nicht so viel gebracht, der... Der war nicht so der Dolch. Oh, da kann man runter. Ja, da musst du, glaube ich, auch weiter. Da geht's weiter, dann kann man hier versuchen, das durchzuhauen. Ja, ich glaube nicht, dass du das durchhauen kannst, aber kannst du versuchen. Weil das sah ja ziemlich zerbröselt aus. Nee. Mit LT. Mit LT? Habe ich doch gerade gemacht. Den hier gedrückt hat. Ja, nee, hier, dann geht's nicht. Nee. Was? Ja. Ey, mach doch aus. Was bin ich? Was? Rot oder blau? Rot oder blau? Rot oder blau? Mach das nicht aus. Ja, dann musst du den Knopf nochmal drücken. Mach ich den. Doch. Immer den du angewählt hast. Wenn du blau gedrückt hast, dann musst du nochmal blau drücken. Aber du bist doch voll. Das andere war quasi Zusatzbonus. Ja, aber du kriegst ja nicht abgezogen. Ja, aber das geht mit der Zeit immer weg. So. Machst du erstmal den Kletterparcours und dann schauen wir mal. Ja, wenn er jetzt auch noch was anderes leuchten würde, dann wäre das ganz toll. Ich kann nämlich nicht so gut gucken. Nee, der da, ne? Rechts, links. Nee, erstmal weiter nach links. Und dann musst du da rüber springen. Ah ja, genau, mit dem Knopf hier. Und dann geht es. Oh, da geht das glaube ich nicht weiter. Ich hab noch nicht mal so weit gedrückt. Ich glaube nach oben, oder? Weiß ich nicht. Nee, nach unten vielleicht, dass er sich da festhält. Ah, ja. Nee, oder? Doch, nicht. Na. Naja, eben besser, weiß ich nicht. Ja, aber noch ein bisschen. Na, gehen wir da. Nee, oder da rüber springen vielleicht. Kannst du mit dem. Nee, nach oben gucken. Ich habe eben gerade schon das war hier das mit der Peitsche festhalten, ne, mit dem. Ja, ja. Ja, das geht bald. Ja, dann versuchen wir das. So, oder nach oben kommst du da nicht, ne? Ja. Nee. Tja. Das sieht aus, als wenn man daran kann und dann daran. Ich glaube aber, du musst weiter nach oben. Sonst geh nochmal da und versuch. Da musst du rüberspringen, glaube ich. Mhm. Bin mir zwar nicht sicher. Ja, genau. Ah, da kannst du da noch weiter. Ah. Und dann da hoch, genau. Nur A drücken, ohne den. Genau. So. Genau. Alles machbar. Oh, da kommt schon eine Armada von kleinen Gnomen. Ja, die senden es mal hier mal weg. Oh, das war aber ein fieser Rückenhaken. Ein Rückenhaken? Oh, ich kann eigentlich mal so machen kurz. Ja. Keine Gegner. Oh Gott. Ja. Muss man dann mal wieder erst reinkommen. Ja, ja. Das waren, ach, die Feen hättest du eben gegen den Dings auch benutzen können. Ja, aber die hätten den glaube ich nur so ein bisschen so mit. Ich bin ein bisschen betört, aber ich glaube das. Auf, ne? Nee, ich glaube das bringt auch bei dem etwas. Ja, ich glaube, da musst du wieder rüberspringen. Ja, mit Anlauf. Nein. Aber dann würde ich da versuchen, ja. Weil da ist mehr Platz. Schütte. Ey, wo macht er das denn? Du musst zweimal schnell hintereinander antippen. Ja, genau. Oh, das war zu früh abgesprungen. Da muss man ein wenig mutiger sein.
willst du mich verarschen? Ich drück schnell. Echt. Ah, ja, siehst du. Das war doch schon mal ganz gut. Ich glaube, da rechts, da könnte ich noch weiter gehen. Das sah so aus, als wenn man da irgendwelche Holzklumpen kaputt kloppen kann. Ja, beziehungsweise eine Wand oder sowas. Ja, siehst du. Aha, das. Aber das musst du, glaube ich, mit der Schattenmagie kaputt prügeln. Mit diesem Stoß, den du vorhin gemacht hast. Also so und dann? Und dann den gedrückt halt, genau. Und dann in die Richtung. Den, ja. Ui. Und da liegt schon wieder einer. Ja, Schriftrolle. Oh, ne. Oh! Oh! Oh, schon wieder mehr Schattenmagie. Ja. Jetzt läuft's. Müssen wir nur noch mehr Lebensenergie finden. Ja, also die bräuchten wir sowieso. Am besten Heilmagie. Alles. Ach so, ja, die auch. Du hast nicht statt einen Stein gefunden. Ich bin auch eine Dolche. So. Und, oh, ach, Mann. Aha, das sieht aus wie rüberschwingen. Hervorragend gemeistert. Ja, der war auch unglaublich schwer. So, ein schöner Hintergrund. Was ist jetzt die Krähen auspeitschen? Ja, ich dachte, die wollen mich angreifen. Ja, da musst du wieder rüber rennen, glaube ich, und dann... Nee. Ja, also ja, mache ich auch rüber, also mit schnell rennen, genau. Ja. Und dann geht das da weiter. Schauen wir mal, da liegt schon wieder jemand. Das ist jetzt die blaue Energie. Nee, ich glaube, das ist... Ah, ja, das ist eine Schriftrolle. Genau. So, die nächste Schriftrolle. Es ist, wie wir befürchtet hatten. Die Festung wurde von feindlichen Streitkräften überrannt. Eine schreckliche vogelähnliche Kreatur hat sich im Turm eingenistet und ein riesiges Monster patrouilliert durch die alten Mauern. Ich habe nichts von den anderen Rittern gehört, also muss ich vom Schlimmsten ausgehen. Die sind nämlich alle weitergezogen. Ich werde versuchen, zur Bruderschaft zurückzukehren, um sie zu informieren, dass dieser Pass von... unseren Gegnern gehalten wird. Ach, das war's schon. Ja, ja, hat er nicht so viel Weg geschafft mehr. Nee. So, dann müssen wir mal gucken. Geht's da vielleicht noch hoch? Ja, nein. Ach so. Dann ist hier wahrscheinlich der Knopf nicht. Nee. Hä, hey, hat er nicht eben gerade oben was geblinkt? Ach doch, okay. Ah. Kannst du da noch weiter nach links? Oh nein, er kann ja wieder runterspringen. Ja. Aber ich weiß es nicht so aus, alles klar. Schwupp. So, ich glaube... Das ist ja ganz schöne Kletterpartie hier. Ja. Da sieht auch diese kleine Röhre, aber das geht nicht. Nee, ich glaube nicht. Alter, was hat er denn für eine lange Peitsche? Oder ja. Kette, dass er da oben rankommt. Ui, Rob. Ja. Die haben bestimmt schon auf dich gewartet. Ja. Solche machen mir gar nichts. Oh. Oh. Mongol. Das ist aber keine ähnliche Kreatur. Mongolen-Ed. ich glaube, kannst du da rüber springen? Vielleicht über diese Barrikaden. Okay. Da müssen wir warten, bis der Kollege die Mauern eingerissen hat. Jedenfalls so aus, als wenn er das versucht. Ja, das kommt auch nicht. Oder kannst du da... Ne, da kannst du auch nicht ranspringen. Oh, jetzt doch, hätte ich wahrscheinlich ranspringen müssen. Wie? Hä? Bist du runtergefallen, oder? Ja, er hat den Boden zerkloppt. Ach so! Okay. Tja, das war gerade nicht so einsichtig. Ne, nicht wirklich, finde ich auch. Aber ich glaube, das ist auch zu hoch, um ranzuspringen. Vielleicht musst du dich dann eher an da rechts bei diesem Trümmer-Dingsbums aufhalten. Meinst du, dass ich das verkloppe oder was? Weiß ich nicht. Kann ich nochmal gucken. Ich glaube nicht. Oder an den Balken da? Ja, aber da kommst du ja nicht hoch. Also, ich glaube nicht, dass er so hoch springen kann. Nee. Nee, musst du nur gucken, wenn da am besten erstmal hier bleiben in dem Feld. Falls das da irgendwie einbricht oder sonst irgendwas. Ich kann es dir gerade auch nicht sagen. Ah, okay, alles klar.
Ja, das ist doch, oder? Ja, jetzt. Ah, genau. Und schnell weiter. Ui. Würfel. Ich glaube, da musste. Ja. Da hat er dich gegreift. Mit seiner großen Hand. Ja. Der sieht dich doch gar nicht. Oh, nicht so dicht dran. Oh. Nein! Ja. Welches war noch der Blockknopf? RT. Nee. Doch, der gedrückt halt. LT. Dann machen wir mal gleich ein bisschen Lichtmagie an, damit wir noch ein paar sanfte Hiebe auch auf den Pfoten geben kannst. Ja, das war gut. Der griffelt immer noch. Ja, das sieht aber ganz gut aus. Ja, genau, das muss erstmal rein. Oh. Ah, da hat er dich wieder erwischt. Ja, das macht er gerne. Aber seine Hand hat bald keine Lebensenergie mehr. Sie sind quasi Fingernägel geschnitten. Ja, sozusagen. Aua, meine Hand! Nein! Oh, oh, da kannst du deine Magie noch aufladen. Oh, da kommt er schon wieder. Ja, jetzt lässt er mir aber erstmal Zeit, weil ich will das aufladen. Ja, da hast du ja doch noch deine Endboss-Kampfszene. Ich kann mich nicht mal mehr erinnern. Ja, aber der ging, glaube ich, noch. Oh, hat er dich... Ui. Oh. Alter, er hat dich nicht mal mit der Hand getroffen. Oh, sag mal. Ja, du müsstest ein wenig mehr auf. Genau, und jetzt auf die Hand hauen. Ah. Ey, ich mach ja die verfickte Rolle die ganze Zeit. Alter, ey. Ja, dann. Ja, der ist. Der ist nicht ganz so nett. Aber ich wollte gerade sagen, schalt mal lieber Lebensenergie ein. Weil du hast nicht mehr ganz ganz so viel. Ja, du stinkst, Mann. Ah, genau, das ist gut. Bleib erstmal kurz bei Leben. Und bis deine Energie leer ist und dann lädst du nochmal auf. Das ist gut. So, entweder lädst du jetzt nochmal auf oder du. Der hier noch, oder? Den gedrückt halten. Ja. Ja, oder du. Weiß aus und versuchst auf die andere Seite zu machen. Ja, mehr, mehr, der verfolgt dich ja. Gleich krieg ich Kotzen, Alter. Genau. Ja, jetzt. Na gut, jetzt aufhauen, das geht noch. Das kriegst du hin. Alter, beweg dich doch mal. Das ist, ja, jetzt hast du doch schon wieder ganz gut Energie. Jetzt haust du ihm noch ein paar auf den Pfoten mit dem letzten Rest Energie. Ein Schlag noch. Und dann kannst du aufladen. Ich mach diese Scheiße. Nee, du musst aus diesem Modus raus. Ja. Nee, ich glaube, das kannst du auch nicht blocken. Du musst einfach nur ausweichen, weil wegen die Hände zu groß zum Blocken. Weg. Ja. Ja, dann gleich wieder Lichtenergie, wenn du kannst, aktivieren. Oh, hier, ja, RT, also den, genau. Dann Lichtenergie, ja. Ja, lass dich nicht provozieren von dem fetten Monster. So, jetzt musst du quasi, wenn er die Faust raufschlägt, musst du RT drücken. Und Quicktime-Event wieder. Zack, einmal das Auge bitte raus. Damit er uns nicht so gut sehen kann. Jetzt wird er auch wütend. Jetzt holt er sich einen Stein. Eieiei. Macht ja immer schneller mit seinem Stein. Oh, da musste, glaube ich, dann springen. Wenn er den auf den Boden bricht. Ui, ja, genau so. So wollen wir das sehen. Oh, da geht er mir auf den Sack. Ja, auf jeden Fall Zielwasser getrunken. Schwing. Oh, das ist gut.
Das ging noch. Ja, diese Schockwellen, die sind schon nicht so nett. Ah. Ja, ansonsten, wenn du nächstes Mal in Reichweite bist, dann kannst du auch Schattenmagie anmachen, damit du ein bisschen mehr abziehst. Oh, ja, der hat gesessen. Ach so, den triffst du auch so. Noch besser. Das geht auf jeden Fall ganz gut ab. Hä? Ach so, den hab ich nicht getroffen. So, ich glaube, jetzt kommt das nächste Quicktime. Oder nee, da noch nicht. Ja, das sieht gut aus. Oh. Okay. Ja, gut. So, dann muss ich jetzt nochmal gucken. Vielleicht nochmal heilen. Oh. Und. Ja. So, das ist, glaube ich, jetzt das nächste Auge. Und tschüss. Jetzt bist du leider zu blind, mein Freund. Wärst du mal eine Spinne. So, jetzt ist er, jetzt versucht er sich zu erschlüsseln. Jetzt musst du ihn, glaube ich, noch mal ein bisschen runterledern. Alter. Oh. Ja. Ah, das war, glaube ich, zu früh. War die Zunge ein bisschen glitschig. Aber das kriegst du auch hin. Ja. So. Nun der zweite Versuch. Was reißt er ihm jetzt raus, die Zunge? Oder ein Ohr ab? Damit er uns nicht so gut hören kann. Ach! Du musst, wenn er den Kopf rausstreckt, musst du das bei diesem Stein machen, da in der Mitte. Weil dann spießt du ihn auf, wenn du ihn runterziehst. Ah! Genau, da war noch. Da kann ich mich, glaube ich, gerade noch so dran erinnern. Ja, nee. Jetzt. Ah, zu spät. Ja, musst du genau davor stehen. Und dann zieht er den, glaube ich, wenn du da richtig drückst, zieht er den da auf den Stein drauf. Mit der Kehle. Weil der ist ja eigentlich laut Anzeige schon tot. Der wartet nur noch auf seinen Gnadenstoß. Ja, genau. Das sieht perfekt aus. Jetzt nur noch richtig drücken. Und... das muss es gewesen sein. Oh, no. Doch, oh, hervorragend, genau. Auf eine Millisekunde. Da hat er sich leider den Zacken von der Mauer gebrochen. Der Bastard. Ja. Ich hasse ihn. Aber ganz gut gelöst. Oder souverän gelöst. Anfängliche Schwierigkeiten, aber das hat jeder. Ja, wenn man das schon seit 98 Jahren nicht mehr gespielt hat. Genau. Ja, zumindest ist er auch gleich nach unten gefallen. Braucht man wenig um den Dreck kümmern. So. Jetzt möchten wir erstmal wieder eine Leiche finden. Ja, aber ich glaube, da musst du erstmal da hinten rüber springen. Und wahrscheinlich braucht man dann wieder irgendeine Fähigkeit, um irgendwo weiterzukommen. Oder? Ja, das sieht nicht so aus. Sieht auch nicht so aus. Da kannst du auch diese Holzpfähle... Nee, kommst du nicht durch die Tür. Oh, da liegt einer. Oh, gut, dass er da runtergefallen ist. Ah, wieder eine Schriftrolle. Natürlich. Das unheimliche Gebrüll irgendeiner schrecklichen Kreatur hallt an diesem Ort wieder. Sogar die Trolle haben Angst. Ich erinnere mich, als Junge Geschichten gehört zu haben, denen zufolge hier eine Hexe lebt. Oh, Jesus. Errette uns von diesem Bösen. Ich befürchte, dass die Bruderschaft bis zum letzten Mann ausgelöscht werden wird und dass die Welt von der Finsternis verschlungen wird. Was soll nur aus uns allen werden? Ja, und genau damit mache ich ganz kurz eine Pause, weil ich glaube, ich habe vor dem Level hier gemacht, ne? Ja. Okay, dann ist das so gut. Na, wir machen doch keine Pause, weiter geht's.
Ja, ich glaube, da musst du wieder nach oben und dann so an der Seite oder so. Ja. Hä? Nee. Jetzt bist du ja wieder wo neu. Die kannst du mit diesem mit dieser Attacke ja, wieder wegschleudern. Wie war das denn nochmal? Warte, ich glaube so. Warte. Ich, ohne Schattenmagie mit RT, also mit dem hinteren da, glaube ich. Oder? Nee, mit Schattenmagie an und dann den rechten dahinter, ja. Oder so. Oh, wie war denn das nochmal? Du musst... Irgendwie kannst du so einen Schlag machen. Geh doch nochmal kurz. Soll ich vielleicht ein bisschen boxen? Nee. Geh nochmal in Optionen, also mach mal Start. Wie war denn das nochmal? Ich weiß gerade auch nicht mehr, ist schon so lange her. Dann geh mal auf B. Dann drück mal Back. Und dann gehen wir mal auf links, LB. Und dann auf, ich glaube, Reliktkräfte vielleicht? Schulter, nein. Nee, oder einfache Aktion. Geh da mal rauf mit A und dann weiter nach unten. Irgendwo muss das, glaube ich, stehen. Greifen? Weiter. Weiter. Achso, das war's. Bei fortgeschrittenen Tätigkeiten vielleicht. Technik. Weiter. Ach nee, das war das. Oh, wie war denn das nochmal? Oder Reliktkräfte? Ich gehe nochmal kurz auf Reliktkräfte. Weiter nach unten vielleicht noch. Nee, das ist auch alles nur zum Lernen. Mach noch mal weg, also geh noch mal raus und mach noch mal Schattenmagie an und versuch mal hier, wie du diese Türen durchbrochen hast. Mit dem hinteren gedrückt halten, loslassen, in die Richtung. Ach so. Nee. Dann mach noch mal weg. Was kannst du mit Kreis und... Ah nee, das war... Das kann doch nicht so schwer sein, wie war denn das nochmal? Darf ich mal kurz... Das hatte ich doch vorhin auch irgendwie... Ah! Also... X gedrückt halten. X gedrückt halten und dann macht er diesen Schlag und dann kannst du da die Dinger weghauen, aber sonst... Da sieht's aus, als wenn es weitergeht. Dann guck lieber da, wo du gerade die Statue durchgekloppt hast, ob da noch was ist. Oder meinst du, hier geht's weiter? Ich weiß es nicht. Ja, könnte normalerweise in anderen Spielen ist es so, dass es da dann weitergeht. Ne? Nee, da liegt noch einer. Ja, sehr schön. Und da oben ist auch noch ein Lebensbrunnen, aber du bist ja voll. Ah, von den blauen brauchen wir noch ein paar. Oder gibt's da vielleicht noch was oder geht's da schon weiter? Ich kann noch mal den Dings hier gucken. Ah nee, das ist so ein Feen-Dings. Da kannst du dir die Feen noch mal aufladen. Ach so, ja, gut, müsstest du nur links da, genau. Ja, das brauchen wir aber nicht mehr, oder? Nö, eigentlich nicht. Ach, dann bist du. Wenn du da dann wieder, dann läufst du wieder nicht vernünftig. Ach, wer braucht Feen? Ja. Und jetzt das Gekrempel. Das ist uns zu einfach. Ach so. Kannst du das schon benutzen? Nee, ne? Oder? Kannst du damit RT? Nee. Du musst den Kampfkreuz auf. Ja. Oh, das Gerät zurück, den kommen zurück, wenn dein Talent gefällt das. Also ja. Komm zurück, wenn ich immer. Dann geht das leider noch nicht. So. Kannst du da noch hochspringen? Weil der will ja, dass du da rüber springst, aber vielleicht geht es da auch noch weiter. Nee? Achso, jetzt kannst du da oben ran springen quasi. Ah, da sind sie ja. Hey, ich habe mir keine Dolche mehr. Naja, da kommt wieder irgendwie... Und wahrscheinlich da so ein fettes Vieh aus dem Gulli gekrochen. Ein verkappter Teenage Mutant Ninja Turtle. Das ist ja ein Massaker hier.
kannst du nochmal so ein paar Stinkwurm sammeln, hätte ich gerade gesagt, so ein paar Sphären. So blaue Energie. Behinderte Mongo-Kinder. Oh, I want to break free. Da ist der Große. Oh. Ja, den musst du, so wie das aussieht, auch wieder zähmen, damit er da das Tor einreißen kann. Kann sein, ich denke, du wärst ein Vampir, als ich den Holzblock gesucht. Ja. Ja. Also, ist ja abgedeutet. Nee, ja, meist halt bei Lucana, ne? Das sind ja nur irgendwelche Gulli-Golems. Ja. Ja. Oh. Ja. Jetzt muss ich erstmal die Kleinen zermanschen. Er hat verdient haben. Ja. Damit die dich in Ruhe lassen. Kann ich eigentlich nebenbei meine schweren Aufgaben hinterfragen? Ich weiß es nicht. Ja. So. Dann kannst du dich, glaube ich, schon Richtung Tor begeben. Weiß ich gesagt. Und dann haben wir das Tor auch gleich eingerissen. Nein! Wir unterbrechen, nein! Wir unterbrechen wir das einfach. Ja, entweder machen wir einmal kurz. Na, nee, dann mach doch hier, reißt doch noch das Tor ein und dann kannst du quasi danach neu einschalten. Reißt doch das Tor da ein. Dann müssen wir leider mal kurz eine Pause machen. Aber ich glaube, allzu lang geht das Level sowieso nicht mehr. So, dann haben wir das. Ach, den bringt er jetzt auch automatisch um. So, und jetzt? Ah. Kommt natürlich passenderweise eine Sequenz. Ja, das sieht... Alter, kommt der denn so schnell wieder her? Soll ich zurück oder soll ich da in den Tempel oder in den Turm? Schöner. Ah. Ein paar Krähen. Die haben da wohl auch nicht mehr so große Lust, da in dem Turm zu bleiben. Wobei, die fliegen alle zurück. Ja, siehst du. So, dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss.